Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Rechte Gewalt, rechte Stimmungsmache, rechte Hetze. Wem fällt hier irgendetwas auf? Es werden diese Wörter immer wieder gebraucht in der deutschen Medienlandschaft und immer mit dem Vorsatz rechts. Das ist sogenanntes Framing. Heißt also, es soll so dargestellt werden, als wenn das eben typisch rechte Sachverhalte wären. Und das Problem bei der Sache, alles was von links oder eben von anderen politischen Strömungen kommt, wird komplett ausgeklammert. Dieses Land hat ein immenses Problem mit linkem Hass. Und das werde ich in diesem Video belegen. Niemand sollte in Abrede stellen, dass es tatsächlich das alles gibt, also rechte Stimmungsmache und auch rechte Gewalt. Und das zu relativieren wäre falsch. Sich aber allein darauf zu fokussieren, spricht für ein sehr einseitiges, meist linkspopulistisches Weltbild. Denn im Endeffekt ist es so, das sind jetzt die Fakten, dass gegen keine andere Partei mehr Straftaten erfolgen als gegen die AfD. Also deren Mandatsträger und deren Mitarbeiter werden sogar sehr oft auch Opfer von körperlichen Straftaten. Und was man da auch gesehen hat, zum Beispiel beim Fall Magnitz, dass es eben auch durchaus linke Journalisten gibt, die es zumindest indirekt billigen oder feiern. Und es ist auch vollkommen egal, ob jetzt eine politische Straftat aus irgendeiner Motivation heraus begangen wird, wo vielleicht manche sagen würden, ja, den Grund kann ich ja nachvollziehen. Es wird immer wieder gesagt, zum Beispiel, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und das heißt also mit anderen Worten, da kann man eigentlich jegliche Art von Gewalt relativieren mit sowas. Und das lehne ich halt komplett ab. Ich sage ganz klar, jede Art von Gewalt und jede Art von Extremismus ist zu bekämpfen. Und da müssen wir eben bei den Fakten bleiben, dass eben Gewalt gegen Rechte ein riesiges Problem ist, beziehungsweise gegen angeblich Rechte. Und dann schauen wir uns doch mal den dahinterliegenden Mechanismus an, der ja folgender ist. Man sagt, oh, jemand ist böse. Oder anders gesagt, jemand passt sich nicht meinen Ideologievorstellungen an. Deswegen bewerte ich ihn als schlecht, als falsch oder als böse. Und damit tue ich mich selbst dazu legitimieren, ihm etwas anzutun. Das ist eigentlich so das Sinnbild der politischen Gewalt. Und das wird halt sehr gerne angewendet auf die bösen Rechten, die man ja ganz leicht in die Nazi-Ecke schieben kann. Und ich meine, wer hatte nichts gegen Nazis? Das funktioniert immer. Und so funktioniert es dann eben praktisch gut, dass eben sehr viele Leute, ob jetzt AfD-Mitglieder oder einfach nur konservativ gesinnte Menschen, Opfer von Gewalt oder von anderen Straftaten werden. Kommen wir also zum wichtigen Punkt dieses Videos. Linker Hass und linke Gewalt. Denn irgendwo muss ja sozusagen der Boden gelegt werden für so eine Ideologie. Irgendwie muss der genährt werden. Und das Ganze funktioniert eben auch über Stimmungsmacher. Also gibt es, wie gesagt, auch linke Stimmungsmacher. Erstmal zu der dahinter steckenden Ideologie. Da geht es meistens darum, dass man eben den politischen Gegner abwertet und verachtet. Und politische Verachtung, das kann von jedem ausgehen. Das ist nichts, was jetzt irgendwie die Rechten für sich gepachtet hätten. So hat zum Beispiel ein Detmolder Regisseur mal tatsächlich veröffentlicht, ja, dass er es gut fände, wenn es einen Napalm auf Sachsen geben würde, weil ihm das eben zu rechts ist. Und das ist ja schon eine Weile her. Da hat Alice Weidel sich damals auch rechtlich darum gekümmert, dass dagegen vorgegangen wird. Und der Mann wurde dann auch zu Sozialstunden verurteilt. Aber daraus gelernt, also das haben irgendwie die Leute mit dieser Ideologie irgendwie nicht. Wenn man da mal guckt, gab es jetzt eine junge Komikerin, also die ist nur im entferntesten Komikerin, weil lustig ist sie nicht. Aber sie hat dann eben auch wieder von einem Napalm auf Sachsen fantasiert. Und das kann doch kein Zufall sein. Mal ganz ehrlich, diese Fantasien, das sind so richtige, sage ich mal, linke Gewaltfantasien, die scheinbar gängig sind. Also die in einschlägigen Szenekreisen wahrscheinlich verbreitet sind, wo man da wahrscheinlich selber extrem abfeiert. Anders kann ich mich nicht erklären, dass dieselbe Redewendung nochmal also vorkommt im öffentlichen Diskurs. Und dass es da auch immer wieder einen Aufschrei dann gibt, das ist in dem Sinne heuchlerisch, weil im Endeffekt ist es so, der Aufschrei kommt ausschließlich von den bösen Rechten, ja, die sich dann eben beleidigt fühlen. Die Öffentlichkeit schreit eben nicht laut auf. Nochmal, wir reden hier zum Beispiel von einem Napalmangriff, von so einer Gewaltfantasie, von sowas Furchtbarem und Grausamem. Ja? Das kann man auf alles andere beziehen, wo sich die Leute extrem aufregen würden, wenn man es eben darauf beziehen würde. Heißt also, würde man das irgendwie auf das Thema Flüchtlinge oder Migration beziehen oder einen ähnlichen Vergleich bringen, dann wäre eine Staatskrise in Deutschland ausgelöst. Aber jetzt, wenn man es eben gegen die bösen Sachsen, gegen die bösen Nazis im Osten, ja, wie sie immer genannt werden, bezieht, dann scheint das für manche tatsächlich in Ordnung zu sein. Und das ist absolut entsetzlich.
Es ist ja verständlich, dass bei den einzelnen politischen Lagern eine Abneigung gegeneinander vorhanden ist. Und solange diese eben traditionell politisch ausgetragen wird, ist doch alles in Butter. Aber was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, wenn dann eben offen damit kokettiert wird, dass man es toll finde, wenn der politische Gegner eben ausgelöscht wird oder wenn ihm irgendwas angetan wird. Ich denke, sehr viele von euch erinnern sich noch an die eine linken Kandidatin damals, die tatsächlich danach gefragt hat nach Filmempfehlungen, wo möglichst viele Deutsche sterben. Also wird ganz klar so ein antideutsches Bewusstsein gepflegt und kultiviert, was in dieser Szene natürlich auch verbreitet ist. Und erinnert euch noch daran, als zum Beispiel Ralf Stegner von der SPD tatsächlich auf Twitter meinte, man solle das Personal von Rechtspopulisten attackieren. Also das sind so Ausrutscher, ich würde die nur im entferntesten Sinne als Ausrutscher bezeichnen, weil die eben ziemlich viel über eine Gesinnung aussagen. Und das, die Kernessenz dieses Videos eigentlich auch aufzuzeigen, ja klar, es gibt rechte Stimmungsmache, es gibt rechte Gewalt, aber genau dieselben Fantasien sind von links eben genauso präsent und wie man eben auch in den Straftaten dann gegen die AfD oder gegen andere Rechte sieht, auch an den Gewalttaten, das äußert sich genauso fatal, das ist genauso gefährlich und diese Differenzierung wird eben nicht gemacht. Das heißt immer nur rechte Hetze, rechte Gewalt. Und woher lernen die das eigentlich? Die Frage muss man auch stellen. Woher lernen zum Beispiel auch junge Comedians oder eben junge linke Menschen, wie man so tickt, beziehungsweise wie kommt man überhaupt auf so einen Trip, dass man sich da einen Napalm auf Sachsen wünscht? Ja, da hat man einen tollen Lehrmeister, der heißt Jan Böhmermann und der ist für mich eigentlich so die personifizierte Gestalt dessen, was eben linker Hass bedeutet. Also zum Beispiel hat er mal 8 Millionen Österreicher als Debile bezeichnet und das dann unter dem Deckmantel der Satire versteckt. Und genau das erleben wir eigentlich immer wieder, dass unter diesem Deckmantel der Satire immer wieder die übelsten Beleidigungen und Beschimpfungen verwendet werden und dass mich keiner falsch versteht. Ich bin absoluter Befürworter von Meinungsfreiheit, aber ich hasse Doppelmoral und ich weiß genau, wenn irgendjemand, der eben politisch recht steht, solche Beleidigungen und Beschimpfungen verwenden würde, dann würde er sofort wegen Volksverhetzung verurteilt werden. Aber leider ist es eben so, dass man da auf linker Seite komplette Narrenfreiheit hat. Beweisgefällig? Bitte. Böhmermann sagte, Strache, ich will dich brennen sehen. Also wirklich, deutlicher geht's nicht. Ich frage mich übrigens, wie viele Gehirnzellen von sich selbst er schon hat brennen sehen, um auf sowas zu kommen. Es ist also an der Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und ganz klar einzugestehen, dass wir in Deutschland eben auch ein großes Problem mit linker Propaganda haben und mit linker Stimmungsmache. Weil wie gesagt, der Diskurs dreht sich immer nur um rechten Hass, rechte Hetze, auch rechte Online-Hetze ist ja immer wieder Thema. Und wenn man eben sieht, was sich die andere Seite auf der politischen Ebene leisten darf, dann ist das wirklich doppelmoralisch, immer nur bei der einen Seite aufzuschreien und bei der anderen nicht. Es ist wichtig, dass wir konsequent jede Art von Hetze, jede Art von politischem Extremismus bekämpfen und dass wir den einen nicht Volksverhetzung als Satire durchgehen lassen, aber den anderen immer draufhauen. Wir brauchen da wirklich einheitliche Standards, wir brauchen einheitliche Maßstäbe, damit auch keiner irgendwie bevorzugt wird und es kann einfach nicht sein, dass da sich wirklich ganze Bevölkerungsgruppen beleidigen lassen müssen, weil sie eben nicht die richtige schützenswerte Minderheit sind. Heißt also, die Sachsen darf man beleidigen, bei Migranten wird's kritisch. So kann es auf gar keinen Fall sein. Es muss wirklich jede Art von Hass gleich bekämpft werden. Und nur wenn das gemacht wird, kann man überhaupt dieses ganze Wort Hass endlich mal ernst nehmen, weil, wie ihr wisst, ich wurde selbst hier zensiert. Ich weiß ganz genau, wie die Definition von Hass hier in Deutschland mittlerweile ist. Und dann ist es natürlich besonders ironisch und besonders doppelmoralisch, wenn dann Leute eben sich einen Mord an den Sachsen wünschen dürfen und da eben keine Zensur erfolgt, sondern noch Applaus des Publikums und Fernsehpräsenz. Also danke an alle, die dieses Video teilen, um mal ein Zeichen gegen linken Hass zu setzen. Außerdem danke an alle Menschen, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal hier freiwillig finanziell fördern, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Ihr macht es möglich, dass ich so viel Zeit in dieses Projekt investieren kann. Danke an euch alle. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.